Moin Moin und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge. Auch wenn diese Woche schon eine Folge kam, ist das jetzt die erste seit 2 Monaten, die ich aufnehme, aufgrund von meiner Umzugspause. Naja, ihr seht vielleicht schon mal im Hintergrund, ich bin umgezogen. Das ist alles großteils durch, ich habe jetzt keinen Stress mehr und ich würde sagen, ich mache einfach direkt hier weiter. Ich muss zugeben, ich habe einen kleinen Denkanstoß gebraucht. Walter, den ihr kennt aus dem ein oder anderen Video von damals noch, meinte, jetzt wollen wir wieder anfangen damit und bitteschön. Danke, Walter. Ich mach weiter. Letzter Stand, ich meine, das letzte Video, das ich mir angeguckt habe, was war das? Wir waren oben bei Bill, ne? Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt in die Arena gehen. Ich wüsste auch nicht, dass wir so irgendwas anderes tun können. Und ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal rein und schauen, was uns hier für ein Typ erwartet. Was haben wir denn am Anfang stehen? Dietmar. Lass mal Dietmar vorne. Dieser Schlafpuder Dietmar würde ich ungern vorne lassen. Er kann nämlich noch nicht so viel. Bam, bam. So, Level 13. Ne, wir nehmen jetzt erstmal Bitzel mit nach vorne. Bitzel hat doch Funkensprung erlernt, ne? Und Ultraschall hat es ja auch noch, stimmt. Ne, wir nehmen sich jetzt halt mal Bitzel nach vorne. So, und let's go. Was habt ihr Schönes für mich? Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Es geht wieder los, ich freue mich. So, was hat denn dieser nette Schwimmer? Ein Rihorn, okay. Boden oder Gestein? Ja, Bitzel, das ist natürlich jetzt Bodengestein. Schmusi wäre das einzige, ne? Naja, wir haben ja Ultraschall. Wir machen es erstmal Ultraschall. Geht einfach genauso weiter, wie es aufgehört hat. Geil. Boden oder Gestein? Oh, das wird interessant. Ja, effektiv haben wir dann nur Schmusi mit Pulverschnee. Wenn mich gerade nichts täuscht. So, was soll die Level sein von Misty? 20 und 21 oder sowas, glaube ich, auch jetzt, ne? Giovatz, Alter, übertreib. Oh, Giovatz, kann das schon Finale jetzt auf dem Level? Oh, das finde ich gar nicht gut. Lehmsula. Was macht Lehmsula? Die Stärke der TT wurde geschwächt. Ja, das ist mir egal, ich mache eh keinen Elektroangriff. Los, bring es zu Ende. Das geht ja gleich richtig rund. Aber schön Level Up für Bitzel. Nice. Level 22. Fan Cristiano. Das darf nicht wahr sein. Doch, das ist sehr wohl wahr, mein Freund. So, Boden und Gestein. Ich würde sagen, lassen wir doch mal Schmusi an erster Stelle machen. Bin mir unsicher. Gestein. Ist Gestein effektiv gegen Eis? Ah, ich könnte es ja als googeln, aber... Nee, wir haben jetzt sonst wirklich nichts. Ich meine, okay, die Bällchen hatte noch Ultraschall. Was konnte denn Yuna alles? Eisenschweif. Stimmt. Stahl war doch wiederum... Zumindest mal nicht uneffektiv, oder? Würde ich gerne ausprobieren, bevor wir gegen Misty kämpfen. Vielleicht sind es auch wirklich nur Boden-Pokémon. Wir werden sehen. Und wo Boden ist, ist Gestein meistens nicht weit entfernt. Wie, du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Ach ja. Das wollen wir mal sehen, Freundchen. Eine Herausforderung von Chief Sonja. Anorit. Ja, ich weiß es nicht, ob es Gestein oder Boden ist, oder beides, oder nur eins. Aber wir werden sehen. Wir setzen einfach mal Eisenschweif ein. Warum geht denn meine erste Attacke immer daneben? So. Also Stahl ist wohl effektiv gegen Gestein. Hallo, Yuna. Willkommen an erster Stelle. Ja, das war relativ einfach.
Jetzt levelmäßig, ja, würde ich sagen, 2021. Sie sollte ja auch nur zwei Pokémon haben, ne? Normal hat sie ja Stando und Stami. Mit Yuna kam da jetzt wirklich gerade. Wow, ich bin begeistert. Naja, let's give it a try. Sollte vielleicht noch etwas leveln, aber man will ja auch ein bisschen das Risiko haben, ne? Und über Level zu kämpfen ist ja auch scheiße. So, Misty. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Mit Pokébällen meistens. Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Das ist gelogen, das weißt du. Kleine Bitch. Ach ja, eine 14-jährige im Bikini. Wer guckt das nicht gerne an? Ein Geo, was Rich Boy Tier. Eine 14-jährige Bikini, die ein Boy ist. Ein Rich Boy. So, Geowatz, ich schwöre, wenn du in die Luft fliegst, ich raste aus. Hoffentlich kriege ich dich vorher kaputt, ey. Auf Yuna, machen wir so einen schönen Volltreffer jetzt. Zum Einstieg. Ah, natürlich nicht. Steinwurf. Das ist okay. Auf Wiedersehen, Geowatz. Das wäre typisch. Das ist doch so typisch. Na, einige gleich kannst du machen, weil den nächsten Angriff überlebst du so oder so nicht, egal was es ist. Ich könnte auch sogar einen Tackle machen, aber... Okay, ich habe nichts gesagt, Ja, gut, dass ich nicht Tackle gemacht habe. So ein Dreck. Ah, das ist schön. Das ist keine Verteidigungssäcke, das habe ich wieder direkt vergessen. Auf, Yuna. Zerstöre es mit deinem Eis im Schweif. Das ist doch nicht wahr jetzt, ey. Oh, oh. Oh, schön. Schön. Puh. Intensität ist auch so ein Drecksangriff, ey. Level up? Level up, Yuna. Go. Go, Yuna. So, was hast du noch? Wenn Gebert schon erstes war, ein Rizeros. Nee, muss ich Yuna jetzt wechseln, ey. So, wie regeln wir das? So, ist die Bällchen flug? Nee, wir nehmen nicht die Bällchen, wir nehmen jetzt erstmal Bitzel rein. Guck mal, was so ein Ultraschall macht. In Hoffnung, dass wir jetzt nicht so viel Damage kriegen durch einen Stampfer. Das habe ich doch total vergessen. Gut gemacht, Bitzel. Gutes Bitzel. Wir machen erstmal einen Ultraschall. Wir gucken mal, was das abzieht. Oh, da bräuchte man ein paar. Ui. Nicht Bitzel, bitte. Oh nein. Was habe ich getan? Es tut mir leid, Bitzel. Oh nein, nicht Bitzel. Oh, wieso musst du den letzten Volltreffer machen? Oh, du hättest paralysiert sein können, aber nein. Oh, das ist nicht auf meiner Seite, das Spiel gerade wieder. Oh, Dreck. Fuck, Mann. Jetzt habt ihr gerade ein volles Team gehabt. Ja gut, kann Geradax noch reinnehmen, aber das ist Level 6. Fuck it, ey. Scheiße. Scheiße, ey. Schmusi. Bring es zu Ende. Oh, so ein Abfuck. Guter Schlag. Hätte sich vorher machen können? Das Drecksvieh. Oh, oh Mann, das regt mich gerade ein bisschen auf, muss ich sagen. Ein dummer Volltreffer, Mann. Misty war ein Witz an sich. Wow, du bist sehr gut, alles klar. Ich habe das mit dem Quelle und ein Zeichen eines Triumphes. Ich will Bitzel zurück. Gut, kannst du ja Schneider einsetzen, geil. Da freue ich mich ja mega drauf. TM3. TM3 ist die Aquawelle. Ich bin Bock, dass das lernen könnte überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Bitzel. Das alles nehmen können, aber nicht Bitzel. Mach's gut, Bitzel. Wir sehen uns.
uns draußen. Nehmen wir Geradox gleich mit rein. Na komm. Nehmen wir Geradox gleich mit rein. Mein Handy klingelt, das habe ich natürlich nicht auf lautlos gemacht. Ja, wissen, rasten wir da alle aus jetzt. Ja, ist okay. Vibrieren. Ne, ich muss direkt lautlos. Hallo, lautlos. Dankeschön. Nein. Gut. Erstmal wieder heilen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber okay, okay. Wie geht's jetzt weiter? Wir gehen, erstmal jetzt nach da oben. Wir können ja gegen den Rocket kämpfen. Genau, hier ist jetzt Platz. Ja, euch wurde der Schaufler geklaut. Sehr schade. Bla bla bla. Dumm dumm. Und wir kämpfen gegen dich. Was haben wir jetzt vorne? Yuna, ne? Fand ich ganz geil eigentlich. Hm, wir behalten Yuna vorne. Geradax trainiere ich dann immer mal hier offscreen im hohen Gras. Gegen Trainer will ich das nicht einsetzen, weil dann muss ich mal austauschen und. Naja, ist mir zu riskant, dass da irgendwas Dummes passiert. So, ein Morlord. Bodenwasser, ne? Gut. Eisenschweif. Stahl ist wohl nicht effektiv gegen Boden. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ist mir auch etwas neu, muss ich sagen. Bodenwasser. Bodenwasser, ja. Libellchen. Libellchen, Libellchen. Oh Mann, das ist ein Pokémon Ultraschall weg. Das nervt mich auch. Das ist schon ein hartes Nüsschen. So, wir haben Ultraschall mit dem Doppelteam. Ja, sehr schön. Ja, werde ich noch zweimal machen müssen, glaube ich. Wird eng. Das zieht nicht viel ab, das ist sehr schön. Slam. Slam ist nicht gut. Was? Mach es weg. Jawohl. Oh Mann, so, was hast du noch? Ein Kabuto. Kabuto, was nehme ich da? Na, schau mal, Schmusi rein. Kratze. Das sollte eigentlich nicht so viel machen, aber macht mehr als es. Als ich dachte. Pulverschnee. Was? Das ist doch Eis und Gestein, das muss wenigstens mal so ein bisschen effektiv sein. Eis und Gestein ist auch schon Wasser und Gestein, oder nicht? Na ja, gut. Ging ja auch so gut. Go Schmusi, go Schmusi. So, ich bin gespannt, wann sich Schmusi entwickelt. Ich hatte irgendwie eine runde Zahl im Kopf. Wahrscheinlich auf Level 30. Wir werden sehen. Okay, ich gebe die gestohlenen Themen zurück. Das ist sogar wirklich Schaufler. Oder? Themen 28 müsste Schaufler sein. Halt, die VM-TM-Box. Schaufler, nice. Was haben wir eigentlich noch so? Wir haben Drachenklaue. Wo haben wir die denn eigentlich herbekommen? Kann eh keiner lernen, schade. Aquavelle könnte. Schmus. Geradox. Gerald könnte das lernen, okay, nice. So, Schaufler ist eigentlich schon eine geile Attacke. Könnte lernen Yuna und Gerald. Kann man sich mal merken. Angriff mit Felsenweih wohl mit denen. Ist okay, Wertewechsel. Nein, das wollen wir erstmal nicht haben. Gut. Erstmal zurück ins Pokémon Center. Und dann würde ich sagen, wir gucken, was wir da unten für ein schönes Pokémon fangen können. Na? Checke ich da schon mal, wie viele Bälle ich habe. Sicher ist sicher, weil ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Puh, puh. Ja, ein harter Start, ein harter Start. Und ein bisschen werde ich lange rumtrauen, auch wenn er viele Mist gebaut hat. Ach, ich habe so einen leichten Input-Lag, habe ich das Gefühl. Wo sind die Bälle? Ah, hier doch, Wahnsinn. 16 Bälle. Superbälle kriege ich ja noch nicht, ne? Die kriege ich auch erst. Kriege ich die erst in Prismania? Ja, unsicher. Ja, ich kaufe mir noch ein paar. Komm. Man weiß ja nie. Wenn ich wieder so ein Drecksvieh habe mit einer ziemlich baden Cat Rage, möchte ich vorbereitet sein. Wir nehmen. Was soll's? Wir sind doch Rich Bitch. So, Supertränke nehme ich auch noch ein paar mit. Ich besitze nur einen, okay.
Zack. Wie viele Gegengifte haben wir? Wir haben 2 Gegengifte. Sichard soll er mitnehmen. Auf langen Reisen immer. Immer viel wert. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Passt. Können wir was verkaufen? Wir haben noch schon teure Sachen irgendwo im Inventar drin. Das Dompusil zum Beispiel. Na, wäre zu schön. Herzschuppe. Krasser Scheiß, kriegen wir 100 für. Weg damit. Roter Schal. Ein Item aus der Pokémon Retro, cool werde. Brauche ich nicht. Weg damit. Cool, jetzt einfach so ein Pikachu gedacht. Pikachu haben wir nicht. Die Frage, ob wir Pikachu jemals haben werden. Ich bezweifle es ja fast. Zack. Da steht Kampfattacken. Ja, gut, Kampfattacken haben wir noch nicht. Na gut. Dann. Let's go. Farming. Farming, so catching. Our new Pokémon. Maybe a good one. Ich hoffe, es wird kein Normaltyp. Von normal haben wir jetzt genug. Das ist ein schönes Wasser-Pokémon oder ein neues Elektro-Pokémon wäre natürlich überragend. Ein neues Elektro-Pokémon, das würde ich jetzt richtig feiern. So, was haben wir denn wegen Statusveränderungen? Haben wir denn nichts da jetzt, ne? Oh doch, Dietmar hat doch irgendwas gelernt. Dietmar konnte doch Schlafpuder und Giftpuder. Dietmar. Nicht. Versteh dich tauschen. Du bist meine Way to Go. So. Ich möchte in das letzte Feld. Was haben wir hier? Oh. Das wäre halt schon geil. Scheiße. Bitte keine richtige hitzige Feuerattacke. Oh oh. Oh, das wäre schon ein geiles Vieh. Aber über Hunddämon würde ich mich schon freuen jetzt. Oh, bitte, bitte mach mal ordentlichen Damage hier. Mach mal einen Volltreffer. Oh, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich will keine Feuerattacke von dem Vieh abkriegen. Das wäre sehr schade um die... Oh nein. Oh, das ist okay. Oh, ich trau mich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Boah, das wird eine harte Nuss, glaube ich. So, jetzt schlaf mal schön 5 Runden. So, ein Tackle noch und dann versuchen wir es zu fangen. Wenn es nicht aufwacht, natürlich. Natürlich wacht es wieder auf. Ja, das ist okay, das kannst du alles machen, aber ich will jetzt keine Attacke von dir abkriegen. Oh Gott, das wäre der Tod für Dietmar, glaube ich. Nein, bitte tu es nicht, bitte nicht. Smog. Vergiftet nur, oder? Macht Smog Schaden? Nee, ist vergiftet nur, ne? Oh, warum denn schon wieder ein Volltreffer? Willst du mich verarschen? Und noch vergiftet. Ey, das ist... Holy moly! Boah, wie mache ich das? Wie mache ich das? Was kann denn... Was kann Bam Bam eigentlich? Kann doch mal Hypnose? Erstaunlich. Ich hau jetzt mal Beradax rein, einfach nur um einen Angriff abwehren zu können. Oh, am besten machst du mal Jaula oder sowas. Silberblick ist sehr schön, ja. Ich will einfach mal einen Ball werfen und gucken, was passiert. Komm, bitte, bitte. Gib mir jetzt ansatzweise die Chance. Oh nein, oh nein. Ich hätte noch einen Tackle machen können. Soll ich mal einen Tackle draufhauen? Ich mach eine Kopfnuss. Oh oh. Das war's. Oh, ja, nice. Roter Bereich, sehr schön. Komm. Komm, komm, bitte. Oh, das wäre so geil. Das wäre so geil. Yes, Mann!
Ohne Verluste. Ohne Verluste. Geralt auf Level 7 hat's gerissen. Ich hab mir wehgetan, ich war am Finger. Hundämon. Wenn andere Pokémon. Darf ich doch mal lesen? Hallo? Ein Spitzname für Hunddämon. Oh Gott. Das habe ich ja komplett vergessen, dass man jetzt hier wieder Spitznamen geben muss. Hunddämon. Puh. Wie nennen wir dich? Wie nennen wir dich? Wie nennen wir dich? Kopf rattert, aber es passiert nichts. Wenn ich einen Hund hätte, wie würde ich ihn nennen? Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es absolut nicht. Ich könnte es ganz einfach machen. Ja, komm. Betsy kennt ihr ja auch, denke ich mal, von der einen oder anderen Folge. Betsy hat einen großen schwarzen Hund. Der heißt Sunny. Nennen wir dich jetzt Sunny. Klein. Halt. Wie komme ich zurück? Ich möchte ein Buchstabe zurück. Oh, ich habe Angst, dass ich das Falsches drücke. Oh nein. Oh nein, was mache ich? Ich habe Angst, dass ich was Falsches drücke. B-Knopf zurück, ne? Das heißt, ich komme mit. Nicht, dass ich jetzt gar keinen Namen eingebe. Gut. Völlige Eskalation hier. Ja. Ich möchte kleinen Buchstaben, ich möchte S-N-N-Y. Willkommen im Team, Sunny. Ah, oh, geil. Boah. Da hat ehrlich gesagt ziemlich genug. Ziemlich viel Aufregung jetzt für die erste Folge. Seit 2 Monaten. 20 Minuten. Wir machen auch einen Cut hier. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.